Tut mir leid, aber es waren so viele Leute beim Türchen. Es ging einfach nicht schneller. Praxis Dr. Bayer? Ja, guten Tag. Denn wer war der Erste? Ja. Ah, guten Tag, Frau. Schön, dich mal wiederzusehen. Komm, geh mal darüber. Ja, wiederhören. Ein Notfall, Frau Gissel. Frau Gissel. Sie hat gesagt, ihr Hund ist leider so krank, dass sie ihn nicht in die Praxis bringen kann. Da soll ich vielleicht hingehen? Nein, 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 nein. Sie hat ausdrücklich Dr. Bayer verlangt. Sie hat gesagt, schicken Sie mir ja nicht diesen jungen Mann. Cherry kann ihn nicht ausstehen. Cherry. Scheint ein vernünftiges Tier zu sein. Gehst du hin, Pax? Naja, muss ich wohl. Horst, du schmeißt den Laden schon. Also ich finde, du könntest ihm wirklich mal sagen, dass du es toll findest, dass er wegen dir das Motorrad verkauft hat. Also ich finde, es reicht völlig, dass ich mich zu ihm in dieses Vehikel setze. Das ist doch ein schöner Wagen. Das ist viel zu laut und stinkig. Das kann ja nicht jeder mit dem Ponywagen durch die Gegend fahren. Aber das wäre heutzutage der echte Fortschritt. Das weißt du genauso gut wie ich. Bitte nicht schon wieder. Tschüss. Ist nicht zu fassen. Guten Tag, Herr Doktor. Was machen Sie ihm für Gesicht? Tja, also... Na, raus mit der Sprache. Herr Seibold wollte uns Medi 3 Tage zur Pflege geben, aber ich habe abgelehnt. Ja, ich muss für 3 Tage zu meiner kranken Mutter und letztes Mal im Tierheim. Da war er so unglücklich mit den vielen Hunden, nicht wahr? Warum hast du denn abgelehnt? Du weißt doch genau, was Medi das letzte Mal hier angestellt hat. Denk nur an Erna. Und ganz zu schweigen von unserem Patienten. Ach was, Medi fühlt sich bei uns am wohlsten. Vielen Dank, Herr Doktor. Also bleibst du hier. Wir schmeißen niemanden raus. Brauchst du immer noch nicht da? Mensch, ich hab dir mindestens schon 3-mal gesagt, dass er sich heute Vormittag freigenommen hat. Ah ja, stimmt ja. Ich muss trotzdem weg. Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Er sagt dem Patienten einen Notfall. Mensch, was habe ich nur verbrochen? Nicht hier behalten. Ein Löwen. Mensch, Paps, jetzt sei doch vernünftig. Ja, das ist doch nur für 2 Tage. Na und wenn schon. Wir können einfach nicht jedes Tier hier aufnehmen, was zufällig vorbeikommt. Das nächste Mal ist es vielleicht ein Krokodil. Die stehen vor unserem Haus. Was? Ja, ich glaube, die wollen zu uns. Oh, Scheiße. Herr Dr. Bayer. Wir sind unterrichtet worden, dass Sie einen Löwen in Ihrem Garten halten. Was ist denn hier los? Wie ist denn dieser hier? Herr Doktor, Sie wissen genauso gut wie ich, dass es... Frag doch Willi. Was bist du denn so komisch? Ich hab dich vorhin in einem Café sitzen sehen, Händchen haltend. Ach so. Das findest du wohl sehr witzig, was?